Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Sendung Glaubensfragen. Heute werden wir verschiedene Themen ansprechen, Namaz und wen man Salam sagen kann, wen man nicht Salam sagen kann. Und Sie können natürlich Ihre Fragen auch jederzeit zuschicken und unsere Imame werden Ihre Fragen hier beantworten. Heute haben wir zu Gast im Studio Arbab Saab aus Rotkau und Arslan Ahmed Saab. Beide sind Imame und Theologen der Ahmadiyya Muslim Jamaat hier in Deutschland. Die Fragen können Sie unter spezial@mta-tv.de zuschicken oder unter 015753838241. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Einfach Ihre Fragen zu schicken und wir werden die in der nächsten Sendung inshallah aufnehmen. Arbab Saab, ich komme zu meiner ersten Frage für die heutige Sendung. Das ist jetzt über das Namaze Janaza und das Namaze Eid. Müssen für diese beiden Gebete die Reihen ungerade sein? Also heißt 1, 3, 5, 7? Das muss nicht sein. Das ist weder aus dem Koran zu entnehmen, noch durch die Ahadith kann man das entnehmen. Was wichtig ist, was Rasulullah uns auch vorgelebt hat, zum Beispiel auf dem Namaz Janaza, also das Totengebet von Najashi. Obwohl sein Leichnam nicht vor Sulaykh al-Salam lag, hat Sulaykh al-Salam trotzdem das Totengebet verrichtet. Und Sulaykh al-Salam hat nicht gesagt, ja, bildet drei Reihen oder fünf oder sieben, sondern er hat einfach gesagt, bildet Reihen, damit wir das Namaz Janaza verrichten können. Und dadurch erkennen wir auch, dass es eigentlich unwichtig ist. Aber es gibt auch Hadith, worin es heißt, wenn es drei Reihen, also von Beten, die von den Gläubigen, die drei Reihen bilden würden, und dann würde diese Person, die verstorben ist, dadurch in Jannat, also in Himmel gelangen. Paradies. Das heißt aber, dass in Paradies gelangen. Aber das ist aber nicht damit gemeint, dass wir wirklich jetzt nur drei Reihen sind, sondern das ist die Intensität. Ja, dass viele Gläubige zusammenkommen, das ist auch ein Aufruf, dass viele zum Beispiel auf eine normale Janaza hingehen sollten. Mhm. Und es gibt auch Hadith, worin es heißt, es mindestens 40 Gläubigen, wenn es mindestens 40 Gläubige diesen Totengebet mit diesem Imam gebetet haben, dann dadurch gelangt diese Person, die verstorbene Person, jetzt zum Beispiel auch im Paradies. Oder es gibt auch ein Hadith, worin es heißt, es sollten nur 100 sein, auch dadurch kommt er in den Paradies. Das heißt, durch die Hadith, die wir jetzt bezüglich des Totengebet oder bezüglich diesen ungeraden Zahlen jetzt sehen, da spricht Sulaykh al-Salam immer die Anzahl an. Durch die Gebet, wir haben auch die Zahlen jetzt vor uns liegen, 40, 100. Und es gibt auch ein normales Janaza-Gebet von Najashi, worin es heißt, einfach bildet Reihen. Das heißt, wir gewinnen da keine Erkenntnisse, ob wir wirklich drei sein müssen, ob das fünf sein müssen, aus islamischen Lehre ist das nicht zu finden. Deswegen wäre das eigentlich unwichtig zu behaupten, dass es wirklich ungerade Zahlen sein müssten. Vor allem, ich war jetzt zum Beispiel selber persönlich beim Namaz Janaza von Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmullah Ta'ala dabei gewesen. Da waren, glaube ich, um die 25.000 oder 30.000 Gläubige, die zusammengekommen sind. Und da hieß es auch nicht, bildet ungerade Zahl. Ja? Mhm. Also das, die Erfahrung habe ich auch persönlich gemacht. Also das ist eigentlich nicht so wichtig, dass man wirklich jetzt ungerade Zahlen bilden sollte. Aber durch dieses Hadith, worin es heißt, wenn es drei Reihen gebildet sind, dann wird er aus dem Paradies gelangen. Ja, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ein missverstandenes Konzept, was manchmal einem wahrscheinlich die Fragen aufwirft. Ja, das ist aber auf so einer Hadith nicht zu entnehmen. Also, wie Sie gerade schön erwähnt haben, man soll jetzt nicht, wenn das Gebet anfängt, und erstmal stoppen und anfangen zu zählen, wie viele Reihen wir haben. Ja, man sollte einfach sagen, bildet Reihen, und wie viel sich Reihen auch bilden, sollte man das Gebet dann auch verrichten. Also, es ist kein Muss, dass es ungerade Zahlen auf jeden Fall sein müssen. Im Hadith haben Sie erwähnt, kommen 40 Leute, wurden auch erwähnt, 100 Leute wurden auch erwähnt. Auch beim Najashi haben Sie gerade gesagt, als sein Namaze Janaza verrichtet wurde, hat so einfach gesagt, bildet einfach rein. Ja, da wurde auch nicht gesagt, bildet drei Reihen oder fünf Reihen. Also sehr schön erwähnt, Jazakallah, Arbab Saab. Wie gesagt, es ist kein Muss. Arslan Saab, meine nächste Frage ist jetzt über das Nafli-Rosa, das freiwillige Fasten. Ist das erlaubt, ohne das Frühstücken oder ohne Sari zu vollziehen? Bismillahirrahmanirrahim. Nun, was die Regel betrifft, in erster Linie,
ja, es ist nicht nur im Nöffel, also nicht nur im freiwilligen Fasten, sondern auch im verpflichtenden Fasten im Monat Ramadan ist es erlaubt, ohne das Sehri, das die Morgenmahl, das Fasten zu beginnen. Das ist die Regel. Aber es ist nicht die Praxis und es ist auch nicht das, was man den Muslimen, den Gläubigen nahelegen sollte. Denn die Regel ist deshalb festgelegt worden, wenn es aus Versehen mal man vergisst, morgens rechtzeitig aufzustehen und die Zeit vielleicht vorbei ist. Grundsätzlich ist es ja aber nahegelegt, was ist denn der Sinn? Warum fastet dieser Mensch denn freiwillig? Er fastet deshalb, weil er Allahs Wohlgefallen erlangen möchte. Und wenn er in dieser Zeit aufsteht, wo das Sehri ist, wo er ist, dann steht er sehr wahrscheinlich auch etwas früher auf, betet das Tahajjud-Gebet, betet eine Wafel-Gebete, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Und deshalb im Anschluss fastet er den ganzen Tag, um Allahs Liebe zu erlangen. Deshalb macht es ja eigentlich keinen Sinn, dass er einen freiwilligen Fastentag beginnt, aber aufgrund von Trägeheit und Faulheit sagt, ja, ich schaff das nicht und bewusst das Sehri auslässt. Dann ist das nicht gestattet. Wenn er es aus Versehen vergisst, oder nicht rechtzeitig schaffen kann, weil auch da eine begrenzte Zeit ist, dann ist es okay, dann könnte er auch ohne das Sehri, das Fasten, beginnen. Diese Zeit, besonders auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte immer wieder, gerade auch zum Fasten, dass man zum Sehri aufstehen sollte. Sogar er legte denen nahe, die nicht fasten, für die nicht Fasten vorgeschrieben, also jüngere Kinder, weil das eine ganz besondere Zeit ist, wo Allah auch sagt, dass ich auf Erden den Menschen ganz nah bin und frage, wer ist da, der mir nach mir ruft, der etwas von mir verlangt, den ich etwas geben kann, den ich vergeben kann. Und deshalb sollte man stark darauf aufmerksam machen, dass es bewusst auf jeden Fall nicht ausgelassen werden sollte, darf und man eigentlich Allahs gedenken sollte, weil sonst wäre der Sinn auch vom Fasten nicht erfüllt. Wenn es ausnahmsweise mal passiert, ist es tatsächlich gestattet, okay, dann ist es okay. Jazakallah Arslanza für die sehr ausführliche Antwort. Liebe Zuschauer, wir haben natürlich eine Sendereihe, was Ramadan Spezial heißt, wo wir spezifisch nochmal die Themen über Ramadan angesprochen haben. Und gehen Sie einfach auf YouTube, geben Sie Ramadan Spezial ein und dort können Sie nochmal Ihre Antworten auf Ihre Fragen holen. Arbabsab, meine nächste Frage ist jetzt an Sie gestellt über Weihnachten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Weihnachten eingeladen werde, darf ich diese Einladung annehmen? Ja, grundsätzlich sehe ich da nichts Verkehrtes, diese Einladung anzunehmen. Der Rasul Islam hat auch gesagt, dass wir Einladung annehmen sollten. Und wenn wir jetzt Rasul Islam Ahadith nehmen, das heißt, dann hat Rasul Islam das nicht ausgeschlossen. Dann sollten wir diese Einladung annehmen. Aber was wir beachten müssen, weil diese Einladung ist ja hauptsächlich deshalb, weil es um einen bestimmten Tag geht, was wir als Muslime nicht feiern. Ja? Das soll aber nicht der Grund sein, warum wir nicht hingehen. Weil wir sollten vorsichtiger sein, weil wenn wir jemanden besuchen, es könnte auch sein, dass sie wahrscheinlich kein Halal versehen. Und da sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein. Aber grundsätzlich sollten wir hingehen und das als eine Chance nutzen, Tabligh zu machen. Weil das ist ein Tag, wo behauptet wird, dass Hazrat Isa al-Islam geboren ist. Und aus dem Koran und aus der Bibel wissen wir, dass es nicht der Fall gewesen ist, dass Hazrat Isa al-Islam eher im August, September geboren ist, als wirklich Hochsommer war, also nicht Hochsommer, aber Sommer war. Und wirklich eine Dattelreife gab. Mhm. Ja? Und das ist, wo wir sagen können, das ist auch eine Möglichkeit, ein Tabligh zu machen, den Leuten aufzuklären, dass es nicht, doch nicht das der Fall gewesen ist, dass es im Winter, also Isa al-Islam geboren ist, sondern eher im Sommer durch Bibel und durch Koran das vielleicht aufklären können. Das ist eine gute Möglichkeit, zum Beispiel Tabligh zu machen. Mhm. Und aus dieser Sicht würde ich sagen, man sollte sogar die Einladung annehmen und hingehen und das den Leuten in Kontakt kommen und das aufklären. Also wie gesagt, ich weiß noch, Azur, jetzt nochmal für die Kinder, weil in der Schule wird ja auch immer Weihnachten gefeiert, da werden dann verschiedene Sachen gemacht und so. Azur hat gesagt, sehr schön, dass die Kinder dort hingehen sollen, ja, die sollen gucken, was sie da machen, aber die sollen nicht aktiv daran teilnehmen, ja. Das ist wieder so ein Ding, man sollte hingehen, ja, aber man sollte nicht die Traditionen, die während der Weihnachtsfeier alles durchziehen und dies und das. Da sollte man nicht aktiv teilnehmen. Man sollte aufklären, ja, ich bin Muslime, ja, ich habe deine Einladung angenommen, aber ich kann deine Tradition nicht folgen. Jazakallah, Arbabsab. Arslanza, meine nächste Frage ist jetzt an Sie gestellt über das Begrüßen, das Assalamu alaikum sagen an Nicht-Muslimen. Ist das erlaubt?
oder nicht erlaubt? Ja, also im Heiligen Koran finden wir da die Antwort drauf. So heißt es in einem Vers: A'udhu billahi minash shaitani rajim. La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuksitu ilayhim. Inna allaha yuhibbul muksitin. Das bedeutet, Allah verbietet euch nicht gegen jene, die euch nicht bekämpft haben, des Glaubens wegen, und euch nicht aus euren Heimstätten vertrieben haben, gütig zu sein und billig mit ihnen zu verfahren. Allah liebt die Billigkeit Zeigenden. Und das ist das Gebot, woran wir uns halten sollten, dass Allah sagt, allen, also erstmal, was bedeutet Assalamu alaikum, Friede und Segnungen Allahs sein mit dir. Das ist eigentlich ein Bittgebet, was man jedem zusprechen kann, sollte. Genau. Und genauso, wie ich den Vers auch eben gerade erwähnt habe, finden wir eine ganz klare Anweisung, dass Allah Ta'ala all denen, die nicht über den Islam Bescheid wissen oder die keinen Krieg mit einem geführt haben oder die nicht als Aggressor vorgegangen sind, sie alle soll man mit dem Frieden grüßen, zu sagen, möge Allah dir Frieden gewähren. Und das spricht überhaupt nichts dagegen. Des Weiteren finden wir aus der Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass auch er seine Gefährten immer nahelegte, zu sagen, macht dieses Assalamu alaikum als eine Gewohnheit unter euch. Ihr sollt oftmals untereinander Assalam sprechen. Mhm. Und was die Nichtmuslime angeht, so hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er durch Mekka ging oder wenn er unterwegs war, hat er verschiedene, wenn er Menschen gesehen hat, hat er sie gegrüßt. Mit Friede sei mit euch. Ja, und deshalb ist das natürlich ein Punkt, den jeder zu Herzen nehmen sollte. Mhm. Und man eine Gesellschaft voller Frieden schaffen sollte, was der Islam möchte. Und ein Beginn dafür ist, dass man anstatt Grüßen wie Hallo oder Hi, die eigentlich von der Hinsicht keine spirituelle Bedeutung haben, lieber dieses Bittgebet zu sprechen, zu sagen, Assalamu alaikum, Friede sei mit dir. Und das gilt für jeden. Natürlich für Muslime, aber auch natürlich für Nicht-Muslime. Wir verstehen uns genauso und achten genauso auf die Rechte von Nicht-Muslimen, weil uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich auch belehrt hat. Das Gleiche ist mit Nachbarn, mit denen man oft in Verbindung kommt. Wenn man morgens aus der Haustür kommt, man sieht seinem Nachbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste unter euch oder einer eine gute Tat ist, wenn ihr gut mit eurem Nachbar umgeht. Und wenn euer Nachbar sagt, ihr seid gut, dann seid ihr gut. Mhm. Und wenn er sagt, ihr seid schlecht, dann seid ihr tatsächlich schlecht. Genau. Und wie kann man eine Verbindung zu seinem Nachbar pflegen, indem man ihn jeden Tag oder jedes Mal, wenn man ihn sieht, sagen, Friede sei mit dir, mein Nachbar. Und das ist doch ein schönes Gebet. Und natürlich gilt das für jeden. Und das sollten alle Muslime, aber auch andere sind dazu eingeladen zu sprechen. Und das hat auch einen spirituellen Sinn. Und vor allen Dingen ist es ein Gebet, was man spricht. Also wie ich auch manchmal sehe, auf verschiedene Programme, auch die Gäste, die Nicht-Muslime sind, die versuchen dann auch dieses schöne Gebet dann, wenn die zum Beispiel ein Grußwort halten, dann kommen die auch und sagen Assalamu alaikum. Natürlich, weil die diesen Sinn und Zweck verstehen dahinter. Also wenn man diesen Sinn und Zweck dann verstanden hat, was überhaupt Assalamu alaikum heißt, was ein schönes Gebet das ist, dann sollte man das auf jeden Fall auch für alle nützlich machen. Zazakallah, Aslansab, Arbabsab, nächste Frage ist über das Gebet, über das gemeinschaftliche Gebet. Wie lang soll denn ein gemeinschaftliches Gebet sein? Manche ziehen das richtig lang, manche sagen, soll kurz sein. Was sagt der Islam dazu? Also der Islam lehrt uns, dass wir für den Menschen Erleichterung schaffen sollten. Mhm. Und Erleichterung heißt auch, dass man nicht zu lang rezitieren sollte. Mhm. Es gibt ja unter den Betenden wahrscheinlich auch Kranke. Es gibt auch wahrscheinlich ältere Menschen. Ja, es gibt wahrscheinlich auch, die wirklich Eile haben. Ja, darauf sollten wir auch achten, dass hinter uns viele Betende sind, die wahrscheinlich momentan in verschiedenen Situationen sind. Ja, einige sind krank, einige sind wahrscheinlich wirklich so sehr beschäftigt, dass sie schnell weg müssen. Und deswegen hat auch Sulaykis al-Salam gesagt, dass man die Gebete kürzer halten sollte, vor allem die Gebete, die wir gemeinsam verrichten. Da hat Sulaykis al-Salam Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fayuhafif benutzt. Das heißt, man sollte die Gebete wirklich etwas kürzer halten, wenn wir ein gemeinschaftliches Gebet verrichten. Und wenn wir zum Beispiel jetzt ein
Gebet verrichten, wo wir nur alleine sind, also kein gemeinschaftliches Gebet, zum Beispiel Nawafil oder Tahajjud, da können wir zum Beispiel langsehen, wie wir möchten. Aber da sollten wir immer achten. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hat sehr Wert darauf gelegt, wenn zum Beispiel, es gab ja auch Situationen, wo es Kinder zum Beispiel während des Gebets geweint haben. Und da hat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam das Gebet auch verkürzt und darauf geachtet, dass das Kind schnell zu seiner Mutter kann oder die Mutter zu ihrem Kind kann. Genau. Und es gibt auch Hadith, worin heißt, dass Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zum Beispiel mit dem Sahaba nicht zufrieden war, die wirklich zu lange Gebete gehalten haben, weil es gab Leute, die sich beschwert hatten, dass wir morgen arbeiten müssen und die Person, also der Imam, der das Gebet leitet, die Gebete sehr lang haltet. Mhm. Und es gab auch eine Situation, dass einer aus der Reihe ausgetreten ist, hat selbst dann versucht, eigenes Gebet zu verrichten. Und das hat Rasulullah auch erklärt. Und natürlich ist es falsch, wenn es ein gemeinsames Gebet ist, dann soll er teilnehmen. Das heißt, beide Parteien hat Rasulullah erklärt, wenn der Fall ist, dann sollten sie dabei sein. Aber es sollte für den anderen Partei natürlich auch, also für den Imam gilt, dass er die Gebete nicht zu lang verrichten soll. Weil darunter sind ja auch viele Menschen, die wahrscheinlich auch krank oder wahrscheinlich ältere Menschen, die diesen Stand nicht in der Lage sind, wahrscheinlich so lang zu stehen. Genau. Ja. Wie Sie gerade gesagt haben, sehr schön, man sollte versuchen, es kurz zu halten, kurz bis normal und nicht lang ziehen, weil es kann sein, dass da ältere Leute sind oder Kinder weinen und Leute sind, die auch nachher zur Arbeit müssen und in Eile sind. Aber wie gesagt, wenn man alleine betet, dann kann er das Gebet lang ziehen, wie er möchte, sollte auch machen, umso mehr er betet, umso mehr Belohnung. Jazakallah, Arbabsab, für diese sehr schöne Antwort. Als Landsab, meine nächste Frage ist jetzt auch über Namaz. Wenn man keine Zeit hat und auch keinen geeigneten Platz findet, kann man einfach im Gehen beten? Das wäre eine sehr einfache Lösung. Ja. Nein, also grundsätzlich ist das nicht gestattet, dass man einfach im Laufen betet, weil man irgendwie keine Zeit hat. Die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt für uns immer als Vorbild und als Muster. Und er sallallahu alaihi wasallam hat es immer gehandhabt, dass er immer in aller Ruhe, mit aller Sorgfalt das Gebet verrichtet hat, wie es auch seinem Recht entspricht. Aber es gibt, wie immer, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, immer eine gewisse Toleranz, die die Religion erlaubt, weil es Allah sagt, ich wünsche euch erleichtert und wünsche euch nicht erschwert. Wenn es zu einer Situation kommt wie Krieg, in der wirklich lebensbedrohliche Situationen vorherrschen oder Naturkatastrophen, wo ein Erdbeben oder eine Überflutung vorhanden ist, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass man in einer bestimmten Ausnahmesituation, wenn man das vorsichtig aussagen darf, dass man im Laufen beten darf. Des Weiteren darf man auch in einer anderen Ausnahme, wenn man auf Reisen ist, dort darf man auch beten, wenn man im Sitz, ja, in Richtung in des Transportmittels, sage ich mal. Da finden wir auch ein Beispiel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wenn sie mit ihren Karawanen gezogen sind und so der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet verrichtet hat, dann auch immer in der Richtung, in der man gerade unterwegs ist, dass man in die Richtung auch betet. Also all das sind Ausnahmen, die möglich sind, aber grundsätzlich sollte man schon mit Sorgfalt und separat das Gebet verrichten. Für die sehr schöne Antwort. Liebe Zuschauer, hier möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen. Sie können natürlich diese Sendung sich nochmal anhören, indem Sie auf unserer Internetseite www.glaubensfragen.tv gehen, einfach Ihre Suchbegriffe eingeben und die Antworten nochmal auf Ihre Fragen sich anhören. Al-Babsab, ich komme zu meiner nächsten Frage. Das ist jetzt über das Thema Darsul Quran oder das Sajda, was man mal machen muss während dem Tilawat, während der Rezitation des Korans. Öfters ist es ja so, dass man auf dem Fernseher, auch bei MTA und so, das Darsul Quran läuft, ja. Und kommen halt Verse im Koran, da muss man nach diesem Vers, nachdem man das rezitiert hat, sollte man einen Sajda machen, da sollte man eine Niederwerfung machen. Ist es ein Muss jedes Mal, wenn man auf Fernseher halt diese Verse kommen und man muss dann auch dieses Sajda machen, ist es ein Muss, dass man dann auch halt vom Fernseher aus gesehen auch macht, diese Niederwerfung? Vor allem jetzt gerade diese Niederwerfung angesprochen, das ist eigentlich jedem selbst überlassen. Mhm. Ob der das macht auch nicht, das ist auch keine Pflicht. Sallallahu alaihi wasallam hat auch Sajda gemacht. Und dann haben auch natürlich nebendran, die alle neben Sulaikis Muhammad sallallahu alaihi wasallam saßen,
haben dann natürlich auch Sajda gemacht. Und es gibt auch Hadith, worin wir die Erkenntnis ergeben, dass Rasulullah zum Beispiel kein Sajda gemacht hat. Und dann haben die Restlichen, die neben Rasulullah saßen, die haben dann auch kein Sajda gemacht. Genauso heißt es Umar Rasulullah Anhu. Er hat während der Freitagsansprache einige Verse rezitiert, worin dann auch dieses Sajda vorkommt. Und er ist dann auch zur Seite gegangen, hat dieses Sajda gemacht und dann haben alle neben ihm, die auf anwesend waren, haben auch Sajda gemacht. Und genau diese Verse hat er dann bei der nächsten Ansprache auch rezitiert. Und dann hat er kein Sajda gemacht und die Leute haben dann gefragt. Und da hat Umar ist dann noch gesagt, genau das wollte ich Ihnen erklären. Ich habe letzte Woche dieses Sajda vollzogen, habe gemacht, aber dieses Mal habe ich nicht, um euch zu erklären, dass es keine Pflicht ist, dass selbst jeden selbst überlassen. Das ist eine freiwillige Sache. Und wenn man macht, kriegt man auch diese Belohnung. Aber wenn sie nicht machen, dann heißt, sie haben nicht gesündigt. Ja? Mhm. Das würde nicht bedeuten, dass sie jetzt sündhaft sind, weil sie jetzt Sajda nicht gemacht haben. Dass sie selbst jeden überlassen, wie er das macht. Und wir gewinnen die Erkenntnis aus dem Leben des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Rasulullah selbst diese Sajda gemacht hat und auch Momente gab, wo er nicht gemacht hat. Wenn Sie sagen, wie gesagt, also es hängt von jeder Person selber ab, ja, ob er es macht oder ob er es nicht macht. Ja. Wenn er es macht, hat er seine Belohnung. Wenn er es nicht macht, hat er auf jeden Fall keine Strafe dafür. Genau. Also das soll auch nicht heißen, wenn einer jetzt vorbeigeht und beim Vorbeigehen jemand rezitiert hört und gerade diese Verse sind, dass er dann alles aufgibt und dann die Niederwerfung macht. Das soll auch nicht sein. Okay. Das ist nicht für ihn gedacht. Okay. Jazakallah, Arbabsa, für diese ganz ausführliche Antwort. Arslan Sab, meine nächste Frage ist jetzt an Sie gestellt. Manche Leute sagen, dass man als Muslime nicht mit Nicht-Muslimen handeln soll. Wiefern ist das islamisch? Ja, dann sollen diese Leute mir das bitte mal aus dem Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam denn mal vorzeigen. Ist absolut falsch, das stimmt nicht. Wir kennen aus der Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass bevor er auch den Anspruch hatte, Prophet zu sein, bereits mit Nicht-Muslimen in Verbindung war, dann aber auch nachdem er, weil er war ja Geschäftsmann, hat ja auch Handel betrieben, dass er auch dann, nachdem er Prophet war, dass er stets Kontakt auch zu Nicht-Muslimen hatte und auch von ihnen gekauft hatte. Das sind alles leider Interpretationen der Moderne von Muslimen. Und da sage ich immer wieder, dass da den Leuten oder den Muslimen, die nicht der Ahmadiyya zugehören, eben diese Rechtschaffenheit und diese Leitung fehlt, die uns der verheißene Messias al-Islam gegeben hat. Mhm. Es ist nur, das ist der Maßstab für uns, was der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Alles andere sind eigene Interpretationen. Natürlich sollte man mit Nicht-Muslimen in Kontakt, in Verbindung kommen, man sollte mit ihnen sprechen. Wie würde man sie denn über die Schönheit des Islams einladen wollen, zu sagen, kommt in diese wunderschöne Religion Gottes? Also all diese Punkte oder Faktoren, die diese Leute da aufwerfen, ist falsch, ist nicht richtig. Wobei ich hier natürlich auch zusätzlich sagen muss, es geht hier um die islamisch erlaubten Rahmen. Ja, all das, was der islamische Rahmen erlaubt, in diesem Rahmen bleiben, darf man natürlich auch mit Nicht-Muslimen Handel betreiben und auch arbeiten. Das ist absolut in Ordnung. Liebe Zuschauer, hier sind wir auch an das Ende unserer Sendung angelangt und möchte mich ganz herzlich bei den Gästen bedanken, dass sie hier waren und unsere Fragen sehr schön beantwortet haben. Sie können natürlich Ihre Fragen jederzeit zuschicken unter spezial@mtr-tv.de oder unter der WhatsApp-Nummer 01575383841 und wir werden inshallah Ihre Fragen hier in unserer Sendung beantworten. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.